Aus diesen Daten erstellen wir nun also unser Diagramm. Damit du es besser siehst, erhöhe ich die Ansicht auf 150% und ich markiere sogleich den ganzen Datenbereich, also mitsamt den Jahresangaben und den beiden Ländern, und ich klicke auf den Reiter Diagramm. Du siehst, du hast ganz verschiedene Varianten zur Verfügung. Säulen- und Balkendiagramme sind im Grunde genommen dasselbe. Balken sind quasi einfach horizontale Säulen. Es hat aber auch ein Kreisdiagramm für anteilsmäßige Darstellungen und das Liniendiagramm, das wir in diesem Beispiel brauchen. Und hier wiederum verschiedene Varianten dieses Typs, nämlich mit Markierungen und ohne, gestapelt und normal. Wobei gestapelt in diesem Fall nicht sehr praktisch ist. Da werden nämlich die Daten übereinander dargestellt, also zueinander addiert, müsste man sagen. Und das ist überhaupt nicht sinnvoll, wenn man eben eine Entwicklung miteinander vergleichen möchte. Deshalb wählen wir das ganz normale Liniendiagramm. Selbstverständlich kannst du den Diagrammtyp aber jederzeit nachträglich ändern. Nun, ich ziehe es ein bisschen nach unten, indem ich an diesem Rahmen ziehe. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Layout zu ändern. Du hast hier verschiedene Vorlagen, die dir als kleine Symbole schon angezeigt werden. Mit diesem Pfeil auf Zurück oder Befehl Z mache ich das aber wieder rückgängig. Genauso hast du ganz verschiedene Farbskalen schon vorgefertigt zur Verfügung, die ich aber ebenfalls wieder rückgängig mache. Mit einem Doppelklick kannst du bestimmte Elemente auch nachträglich noch manuell ändern, beispielsweise diese Legende in Schriftart oder Anordnung, indem wir sie unten platzieren oder oben. Ich mache das aber auch wieder rückgängig. Oder eben den ganzen Rahmen mit einem Doppelklick, mit einer Fläche hinterlegen, in diesem Fall mit einem Farbverlauf, einem linearen in diesem Fall, von einem hellblau zu einem etwas dunkleren Blau. So, du siehst es recht einfach, das nachträglich zu formatieren. Unter Diagramm Layout hast du weitere Möglichkeiten, wo es dann aber auch vor allem um inhaltliche Anpassungen geht. Beispielsweise brauchen wir einen Diagrammtitel, den wir direkt mit einem Doppelklick einschreiben können. Und diesen Titel kannst du nachträglich mit gedrückter Maustaste noch verschieben. Falls er keinen Platz haben sollte, kannst du auch die Diagrammhöhe nachträglich ändern. Dann die Achsen sind vielleicht nicht ganz selbsterklärend. Die Jahreszahlen, denke ich, sprechen für sich, aber die vertikale Achse bedarf eventuell noch einer Beschreibung. Bevölkerung in Millionen. Damit wir die besser sehen, wähle ich den ganzen Diagrammbereich aus und mache ihn ebenfalls wieder etwas schmaler. Und so ist das doch schon viel ansprechender und auch klarer. Du siehst, du hast noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man jeden einzelnen Wert noch angeben. Das vermindert allerdings die Übersichtlichkeit, deshalb lasse ich das wieder bleiben. Und falls jetzt nachträglich ein Wert geändert werden muss, weil er falsch eingetragen worden ist oder weil er sich einfach geändert hat, so kann man den einfach einschreiben und automatisch wird das Diagramm angepasst an diesen neuen Wert. Auch das mache ich wieder rückgängig.